Hey Leute, Remake hier. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr diese super effiziente Glowberry Farm bauen könnt. Viel Spaß! Wir fangen damit an, einen normalen Block zu platzieren und darauf einen Dispenser und darauf dann noch einen normalen Block. Dann müssen wir hier einen Observer platzieren, so dass er nach unten guckt, also mit dem roten Punkt nach oben. Und hier oben dann noch zwei Redstone. Auf den Dispenser packen wir jetzt einen Hebel drauf, so. Und den Bereich müssen wir jetzt einmal hier mit drei Blöcken und dann einmal zur Seite abdecken. Und können unsere Glowberry hier pflanzen. Einmal können wir den Hebel dann hier anmachen, dass es aktiviert ist. Und in den Dispenser müssen wir jetzt noch Knochenmehl reinmachen. So. Dann nehmen wir uns auch noch Knochenmehl in die Hand. Dann können wir uns einfach davor stellen. Oh, ist jetzt gar nicht angewiesen. Jetzt. Und dann werdet ihr sehen, der Dispenser droppt die ganze Zeit Baumehl, wenn wir Baumehl benutzen. Und wir kriegen Tonnen an Beeren. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne unten ein Abo und ein Like da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao.